Herzlich willkommen zu dieser Stehmeditation für das Wasserelement. Wir beginnen mit dem Energietore öffnen, um uns vorzubereiten. Verschränke deine Finger und mach eine kreisende Bewegung in deinen Handgelenken und in deinem rechten Sprunggelenk, indem du die rechte Ferse abhebst und über deinen Fußballen kreist. Mach das in beide Richtungen und wechsel dann die Seite. Kreis die Hände weiter und mach diese kreisende Bewegung in deinem linken Sprunggelenk. Die Gelenke werden der TCM als Energietore bezeichnet und diese müssen geöffnet sein, damit die Energie, das Qi, frei durchzirkulieren kann. Es macht Sinn, unten zu beginnen, die Sprunggelenke zu aktivieren, dann das nächsthöhere Gelenk, die Kniegelenke. Mit geschlossenen Beinen mach hier eine Kreisbewegung in beide Richtungen. Also zuerst in eine Richtung und dann in die andere Richtung. Mach diesen Kreis nicht zu groß, sondern nur so, dass es sich noch gut anfühlt. Deine Menisken werden geschmiert und das Kniegelenk wird aktiviert. Dann mach eine Beuge- und Streckbewegung. Setz dich in eine leichte Hocke und dann streck deine Beine durch. Bring nun die Füße in eine breite Position. Zweite Aktivierung der Kniegelenke, kreise von außen nach innen. Auch hier achte darauf, die Kreise deiner Beweglichkeit anzupassen. Und dann dasselbe in die andere Richtung, von innen nach außen kreisen. Und du spürst, auch deine Hüften werden durch diese Bewegung leicht aktiviert. Dann richte dich auf und beginn zum nächsten Gelenk. Das sind die Hüftgelenke. Stütz dich auf deinem Becken ab mit den Händen und beginn nun eine kreisende Bewegung in eine Richtung. Stell dir dabei vor, wie du eine Kreisbewegung beschreibst. Gleichmäßige Kreisbewegung. Kehr die Richtung um und kreis in die andere Richtung. Diese Übung kommt auch schon deinem unteren Rücken zugute und du stellst damit schon eine Verbindung her zu den nächsten Gelenken, nämlich denen der Wirbelsäule. Heb deine Arme auf Brusthöhe, Handflächen schauen nach unten und dreh dich nach rechts und links. Knie und Becken bleiben dabei ruhig, sodass die Bewegung möglichst aus deiner Wirbelsäule heraus passiert. Du siehst, auch der Kopf dreht sich mit. Wir wollen also die gesamte Wirbelsäule vom Lendenbereich bis zum obersten Halswirbel, dem Atlas, mitdrehen. Komm zurück zur Mitte. Leg deine Daumen auf das sogenannte Schulterdach, also auf diese kleine Mulde oberhalb der Schulter und mach Kreise im Schultergelenk. Eine öffnende Bewegung mit Blick nach oben und ein Schließen. Öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Diese Übung ist auch wichtig für die freie Zirkulation der Lungenenergie, für Beweglichkeit im Brustkorb und in der Brustwirbelsäule, aber vor allem für die Beweglichkeit der Schultergelenke. Wenn du das in beide Richtungen gemacht hast, wie immer, kommen wir zur nächsten Übung. Zur Halswirbelsäule. Dreh dich nun nach links und rechts hinten mit deinem Kopf. Beobachte, welche Seite ist beweglicher, welche Seite ist eingeschränkter.
Verbinde das mit einem Atemrhythmus. Atme ein in die Mitte und aus zur Seite. Und dann beschreib einen Halbkreis mit deinem Kinn von der rechten zur linken Schulter und natürlich umgekehrt von der linken zur rechten Schulter. Mach diese Bewegung nur so groß, dass es sich immer noch angenehm anfühlt für dich. Und komm dann zurück zur Mitte. Dann machen wir noch die Seitbewegung im Nacken. Du legst also dein rechtes Ohr auf deine rechte Schulter ab. Und dein linkes Ohr sinkt in Richtung linke Schulter. Wieder beobachte, wie fühlt sich die linke und die rechte Seite an. Gibt es Unterschiede? Komm dann zurück zur Mitte. Und nach diesem Aufwärmprogramm bist du nun bereit für die eigentliche Meditation, für das Wasserelement. Bring dazu deine Hände in einer kreisenden Bewegung nach hinten auf den Rücken, leg sie auf der Nierengegend ab und bring dadurch deinen Fokus auf die Niere, auf die Nierenenergie und damit auf das Wasserelement, welches aus den Organen Niere und Blase besteht. Richte deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit so allmählich nach innen. Wenn du möchtest, kannst du ganz gerne deine Augen schließen, damit du noch besser spüren kannst, wie sich nun mit jedem Ausatmen mehr und mehr innere Verspannungen lösen, Blockaden loslassen. Und je mehr du innerlich loslässt, umso freier kann die Energie zirkulieren. Auf Bahnen und Wegen, die du nicht kennen musst. Und so spür, wie der Atem durch die Nase ein- und ausströmt, wie deine Schultern sich entspannen, so gut wie möglich. Wie dein Atem in den Bauch ein- und ausströmt. Versuche allmählich wahrzunehmen, wie diese Atembewegung auch nach hinten in Richtung deiner Nieren strömt. Stell dir vor, dein unterer Rücken beginnt zu schmelzen. Dein Kreuzbein sinkt nach unten. Deine Gesäßmuskulatur und deine Oberschenkel entspannen sich. Und du sinkst mit deinen Füßen fest in die Erde. Und auf deiner Fußsohle zwischen dem großen Ballen und dem kleinen Ballen befindet sich der Akupunkturpunkt Niere 1, der erste Punkt des Nierenmeridians. Und genau über diesen Punkt erden wir uns im Qigong-Training. Und auch in dieser Stehmeditation spürst du genau über diesen Punkt im Bereich des Fußballens, die Verbindung zur Erde. Und mit dem Einatmen kannst du dir vorstellen, wie du Kraft durch diesen Punkt nach oben bringst, dorthin, wo deine Hände sich befinden. Und mit dem Ausatmen lässt du alles Verspannte nach unten fließen.
sodass eine Zirkulationsbewegung entsteht. Mit dem Einatmen eine Bewegung nach oben und mit dem Ausatmen eine Bewegung nach unten. Sehr sanft, von außen nicht erkennbar, denn alles, was bei den Stehmeditationen passiert, passiert im Inneren. Und gerade deshalb ist die Wirkung so intensiv und so wertvoll. Aber für den Kopf immer wieder eine Herausforderung, denn du wirst spüren, dass Gedanken immer wieder kommen und dich ablenken. Aber das ist ganz normal. Und wenn das passiert, kehr einfach wieder zurück zu deiner Wahrnehmung, zum Spüren, zum Beispiel der Hände auf deinem unteren Rücken. Und irgendwann ist es Zeit, die Übung zu beenden. Und dann löst du ganz sanft deine Hände vom unteren Rücken. Nimmst sie nach vor auf deine Rippenbögen und lässt sie absinken. Und du bist wieder bereit für deinen Alltag voller Energie und Kraft.